Hallo und herzlich willkommen zu Skate or Die. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, die Epix-Reihe ist vorbei. Und bevor jetzt was anderes kommt, was sich dann anschließt, da könnt ihr schon mal fleißig raten, gibt's noch zwei Games von Electronic Arts, die ich auf jeden Fall da reinschieben muss. Und Skate or Die muss man kennen. Ist wirklich ein nettes Game, das auch seine Highlights hat. Werdet ihr das gleich sehen. Ich zeige euch das auch wieder im Practice Mode. Im Practice Mode. Gab's was vom Lazy Game Reviewer. Da gibt's irgendwo ein Game, wirklich dann sagt eine Stimme ganz suffisant wie Barry White. Practice Mode. Das möchte ich übrigens auch haben. So, wir fangen mal mit Freestyle an. Das ist eine klassische Ramp. Das werdet ihr sehen. Ich werde einfach mal ein bisschen so die Events durchgehen. Dann haben wir die auch mal. Ich denke, das ist ein nettes Game, das muss man eigentlich kennen. Die NES-Version ist auch interessant. So, wir wollen mal gucken. Ja, gut. Wenn du von der Rampe fliegst, dann geht das natürlich nicht. Ah, zack. Und sauber landen. Was habe ich eigentlich euch gerade gesagt? Dass man sauber landen sollte, ne? Ja. Hallo? Also, sauberer ging's doch gar nicht. Gut, der war schlecht. Der war schlecht. Da zahlt auch nicht die Versicherung für solche Stunts. Aber der war doch jetzt gut. Gut, da kannst du nicht reingleiten, das ist klar, da ist das Ding. Ja, geht doch. So. Okay, quer darf man natürlich nicht landen. Ja, schön. Ja, und natürlich möglichst nicht rein. Na gut, 500 ist natürlich nichts. Das machen wir nochmal ordentlich. Ja, genau. Aua. Ich mag es unbedingt, das in letzter Sekunde zu verziehen. Meine Güte, ey, was mache ich denn hier? Ja, also da, glaube ich, braucht ihr euch keine Sorgen machen für die Score. Das ist lächerlich. Ja. Irgendwelche Sicherheitsmoves, die kann jeder. Ja, gut, da war keine Rampe mehr, da kann man auch nicht landen. Ja, natürlich, aber gleich so ein 50-fach hast du nicht gesehen. Der passt. Sicher. Ihr seht, man kann das dann auch kombinieren. Man kann auch hier ein Handplant machen. Achso, bei 10 Durchgängen bricht er sowieso ab. Egal, ich glaube, ihr habt einen relativ einfachen Einblick bekommen, was da machbar ist. Gehen wir mal wieder zurück zum Skate Shop. Tja, nichts geht über gute Ladesequenzen, ne? So, High Jump kommt als nächstes. Das ist auch wieder auf der Rampe. Das ist eben, wie der Name schon sagt, Hochsprung. Es geht darum, eine möglichst hohe Höhe zu bekommen, um ganz tolles, Achso, da musste man, glaube ich... Na genau, stimmt so. Hat man Gas gegeben. Okay. So, und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte es da gab, die man erreichen musste. Ich glaube, man kann ein paar Mal... Ich gebe mal ein bisschen Gas. Mal gucken, wann er... aufhört, das weiß ich nicht mehr. So, dann zählt er, ne? Ja. 7-9, aber ich glaube, das kriegt man besser hin. So, ich guck mal eben. Gib mal ein bisschen Gas. Oh, mal gucken, dass wir das mal ein bisschen toppen. Merkt schon, das geht eigentlich nur darum, wieder Gas geben. Na, höchsten Stelle
Hammer springen. Naja, das solltet ihr wahrscheinlich auch packen. Das ist nicht so schwierig. So, wir gehen wieder zurück zum Skate Shop. Ja, das geht relativ schnell. Relativ einfach, aber das Spiel muss man eigentlich kennen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit Race. Mehr kommt Joust, machen wir zum Schluss. Machen wir Jam. Gehen wir jetzt mal, da brauchen wir erstmal die zweite Seite, die holen wir uns mal eben. Das sollte ja nicht das Problem sein. So, dann geht ihr da mal hin, mein Freund. Ich weiß nämlich, Race und Jam weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, was ist, aber wenn ich das gleich sehe, kann ich euch das hundertprozentig sagen. Deswegen, wir sind einfach mal total gespannt, wo der da landet. Wenn er denn möchte. Ah, das ist... Okay. Ihr kämpft jetzt gegen jemanden. Ihr seht das vielleicht. Genau, dann müsste man gucken, was bessere Steuerung ist. Weil da kann man eigentlich wählen, was besser ist, ob Regular oder Goofy. Ich glaube, Goofy war immer sinnvoller. Weil das ist dann aus der Sicht, die wir sehen, und nicht die Figur. Und dann seht ihr schon, worum es geht. Es geht darum, einfach den Gegner umzuhauen. So, komm. Ihr könnt also auch die Mülleimer und so benutzen. Es gibt auch gleich unten, das hoffe ich, dass ich es gleich zeigen kann. Genau, man kann auch noch weiter Stunts machen. Jetzt haben wir gleich unten noch ein Polizeiauto. So. Ziel irgendwie, glaube, da kam noch, genau, da kam der Zaun. Ha. Ja, jetzt haben wir natürlich keine anständige Geschwindigkeit. Gut, starten wir da. Ja, komm. Würdest du mal was tun, du Birne? Ja. Nee. Also ich glaube, ich muss die Steuerung umstellen. Das ist nicht meine Variante, da habe ich es damals nie mit gehabt. Boah. Ist ja grottig. Da skate ich ja wie ein Besoffener. Gut. Gibt auf YouTube sicherlich Klicks, aber... So, komm, Tritten weg. Also ihr seht, man kann die ganzen Flaschen kaputt machen, wenn man das will. Beziehungsweise wenn man das auch nicht kann. So, wenn ich jetzt einigermaßen richtig das hinkriege... Genau, kann ich auch noch die Sirene auslösen. Also ganz toll. So, dann habe ich sogar gewonnen. So, jetzt will ich das aber mal richtig, einmal richtig machen. Ja, practice again. Genau, und ich will Goofy. Danke. Das ist meine Steuerung. Zack. So, komm du Schnulli. So, dann kann man ihn nämlich ein bisschen auch ausbremsen. Man kann da viele Sachen machen. Man muss eben aufpassen, dass man halt nicht selber runtergetreten wird. Ah, das war doof. Das war doof. Ich stehe falsch. So, komm. Komm. Fight. Ah, das war knapp. Das war knapp, mein Freund. Na, komm, du Schnulli. Ah. Yes! Und jetzt aufpassen auf den Zaun. Na, bin ich schnell genug. Yeah, das war doof. Und wieder punchen. Das ist übrigens auch ein Spiel, was eine Menge Freundschaften beendet, übrigens. Ihr könnt euch das denken. Na, doof. Also ihr könnt natürlich auch die Rampen benutzen. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Ja gut, nicht unbedingt in den Zaun. Ja, tschüss. So, Auto. Ah, Mist. Komm, das machen wir noch einmal, das ist lustig. Vor allem, jetzt habe ich meine Steuerung. Ha! Zack. Na gut. Der Kamikaze. Na komm, weg. Weg, komm, kick. Na komm. Der böse Mensch, ich weiß. Ja gut. In den Zaun muss ich nicht fahren.
komm. Hat er nicht abgedrängt. Zack. Und wieder weg. Ein Gulliloch sollte man natürlich auch nicht. Zack. Ich bin böse, ich weiß. Ah, das war ärgerlich. Da konnte ich nicht, hatte ich keine anständige Geschwindigkeit mehr. Jetzt macht er wahrscheinlich die gleiche Nummer auch. So. Ah. Ja, da darf ich nicht in den Zaun springen. So, ausbremsen. Schön. Und aufs Auto. Zack. Ihr seht schon, gibt es auch dementsprechend Strafpunkte, wenn man nicht schnell genug ist. Das macht Höllenfun. Sag ich euch ganz ehrlich. Ne, ich wollte ihn nochmal. Gut. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal einen Speedrun. Komm. Jetzt gebe ich einfach mal Gas. Zack. So, komm, Gas geben. Ach, was hab ich denn immer mit diesem Gartentor? Bei mir im Garten, da sind zwei Skater an dem Tor. Und die machen sich was vor. Schalala. Ich armer Tor. Würde ich doch in das Tor bohren und überhaupt. So, komm, weiter. So, dann gehen wir darüber. Genau. So, einmal. Zack. Yes, war ungeschickt. Ihr seht, das geht also relativ schnell, wenn man Gas gibt. Aber eigentlich Prinzip ist der Trick, möglichst eben richtig Unsinn zu machen. Ach, jetzt müssen wir die Diskette 1 einlegen, damit wir nur das Menü kriegen. Ja, das macht ja Sinn. Das macht ja, liebe Freunde von EA. Großartige Idee. Habt ihr großartig gemacht. Ihr seid so geil. Gut. Dann machen wir das. Es sind noch zwei Events. Zeige ich euch auch noch. Dann weiß ich nämlich, was Race ist. Joust ist dann seid ihr in so einem Pool und dann geht es darum, eben den Gegner vom Brett zu hauen. Wenn er dann das im Compete macht, glaube ich, gibt es auch so eine Art Turniermodus, wenn ich das noch richtig weiß. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das ist Seite 2, du Hornochse. So, geht doch. Ja, Seite 2 ist nicht immer Seite 2. Willkommen in der wunderbaren Welt des C64. Das war damals übrigens wirklich so. Das lag also nicht daran, dass man zu blöd war, eine Diskette umzudrehen, sondern er hat das einfach nicht erkannt. So, wir bleiben bei Goofy. Regular bin ich einfach zu doof zu. Also wenn er Regular ist aus der Sicht des Fahrers und da bin ich zu doof zu. Race, wie der Name schon sagt, hier ist ein Rennen. Man kann es so machen wie ich, aber besser nicht. So, ich glaube, ducken konnte man sich genau mit unten und Feuer. Man kann in diese Tube rein. Ne? Anspielung, hallo. Ne? Jeder kann auf Tube sein. Auch hier. Ah, ich bin aber auch eine Bratwurst, weil da kann man nämlich schön über die Rampe springen. Dann war man sehr schnell da. Hier konnte man abkürzen. Ja, ihr seht schon, da kann man über den Fluss abkürzen und dann ist man auch schnell da. So, das wollen wir jetzt aber nochmal machen. Weil das war ganz lustig damals. Na ja, gut, da muss ich nicht hinfahren. So. Zack. So, dann kommt gleich der Tunnel, glaube ich. Ah, hab die mal nicht so. Den nächsten Tunnel nehmen können. Aber da will ich jetzt hin. Genau, und nicht durch die Balustrade, weil da ist nichts. Ja, und wie schon über diesen komischen Flussweg kann man wunderbar abkürzen.
Aber das ging auch wunderbar. So, nochmal kommen einmal. Dann habt ihr es auch gesehen. Ja. Ja. Ach, da... Ja, toll, da muss man rüberspringen und das andere muss man runter machen. Naja, gut. Mache ich das wieder großartig. Ja, ja, no poser. Ist mir schon klar. So. Ja, nicht schief reinspringen, das bringt nichts. So, und hier kann man auf jeden Fall abkürzen. Das haben wir ja gerade schon gemacht. So, komm, einmal machen wir noch. So. Wie der Name schon sagt, das ist ein Rennen. Aber trotzdem gibt es hier auch Bonuspunkte. Ah, bin ich wahrscheinlich zu schon wieder zu schräg. Ja, du bist auch ein geiler Skater. Ja gut, das geht nicht. Ich werde mal versuchen, ob ich mal wieder in den Fluss hinkriege. Das war genial. So. Komm, den machen wir noch. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. So. Ach, warum gehe ich denn da hin? Da hätte ich springen müssen. So, jetzt, das sollte aber passen. Yes! Ja gut, das war daneben. Ach Mensch, heb doch ab. Die Sprungphysik ist, da müsste man ein bisschen Vorlauf arbeiten. Naja, egal, ich bin mal gespannt, was ihr macht. Könnt mir das ja schicken. Natürlich wieder Seite 1. Natürlich. Machen wir doch gerne. Macht ja auch so viel Sinn. So, wieder zurück zum Skate Shop und jetzt kriegen wir noch Pool und dann habt ihr auch Skate or Die überlebt. Es gibt, das kann ich schon mal sagen, auch Skate or Die 2. Das ist nicht Ski or Die, was ich euch als nächstes zeige, sondern es gibt wirklich ein echtes Skate or Die 2. Das ist, ja, wie soll ich sagen, so ein... Ja, eher so ein ja, Action-Adventure kann man nicht sagen. Genau, stimmt, genau, richtig. Genau, man konnte 3 Leute auswählen. Dann machen wir nochmal die Lutsche. So, also. Ihr habt das Ruder. Und mit dem müsst ihr denjenigen runterhauen. Und nach ein paar Runden wechselt das. Und das ist, ihr müsst auf gleicher Ebene sein. Ah, jetzt bin ich schon gar nicht. So, jetzt ist der dran. Man kann das ein bisschen halten. Aber die KI ist, das kann ich euch verraten, meistens im Vorteil, natürlich. So. Ach, das wechselt nicht bei einem Treffer? Das wechselt erst am Ende der Runde? Okay. Das wusste ich nicht mehr. So. Genau, Treffer. So, komm. Zau ich dich ab. Poser Pete. So. Ah, komm. Yes! 2-1. Na, komm, mach mal hin. So, mein Freund. Also ihr könnt ein bisschen euch hier halten. Am Gelände. Es ist aber eigentlich nur sinnvoll, um euch zu überlegen, um mal ganz wegzukommen. Sonst ist eigentlich der Trick wirklich, ihr müsst gucken, dass ihr eben nicht auf die gleiche Ebene kommt. Ach, bei 3 Punkten hat man gewonnen, das wusste ich auch nicht mehr. Ich dachte, das waren 5. So, nachdem ich Pose Pete kommt Aggro Addy. Aggro Addy kriegt jetzt erstmal den Arsch versohlt. Er weiß es nur noch nicht. Mal gucken, ob wir dann auch gleich nach... mach ich dann... Egal wie dieses Match ausgeht, auf jeden Fall noch Lester. Das ist der Fritze, der im Skate Shop ist. Der Star von Skate or Die. Der bei Ski or Die aber auch dabei ist. Du willst nicht mitmachen? Das ist. Das war klar, du Affe. Das sind, glaube ich, diese schmutzigen Tricks.
ich werde dich trotzdem auch fair besiegen. So, 2-1. Siehst du, da wechselt das sofort. Also kenne ich das auch. So, und da muss man gucken, weil der, jetzt haben wir's. Der trickst, habt ihr gesehen, ne? Der versucht, euch möglichst schon... Ah, na gut, da habe ich ihm eine Angriffsfläche geboten. Gibt's jetzt sowas wie Einstand oder was? Mit 2 Punkten Abstand oder zählt gleich der nächste? Ah, weg. Oh, spannend. Yes! Ach doch, genau, Vorteil, wusste ich doch, mit 2 Punkten Abstand. Das kannte ich noch. So, da wollen wir nochmal gucken, mein Freund. Ich brauche doch nur die Runde durchzuhalten. So. So, das sollte passen. Komm, jetzt nochmal ein... Yes! So, jetzt vermöbel ich dir den Arsch. Du weißt es nur noch nicht. Oh, das war gut. Da war er echt gut. Aber das reicht. Danke. Hui. Aggro Eddie, das war schon gar nicht schlecht, mein Freund. So. Skate or die. Komm hier, du Pipe Bomb auf Skateboard. Jetzt zeige ich dir erstmal, wer der wahre Skate-God ist. Ah, ärgerlich. Ah, Mist. Hab ich tiefer runtergemusst. Ja, ah, klar, er haut mich um. Da, er hält nämlich dann ganz lange, damit er mich dann einfach wirklich direkt umhauen kann. So, jetzt führt er nämlich schon 2-0. Das geht nämlich wahrscheinlich nicht gut. So. Ach, den hätte ich haben müssen. Ah. Den habe ich, muss ich haben. Habe ich. Hui. So, komm, Lester. Als Gott das Skaten erschuf, warst du krank. So, komm her. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist gut. Runter. Halten, 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 halten. Er macht das auch. So, komm, jetzt ein bisschen natzen. So. Payback. Yes! So, komm. Na, ein paar Möglichkeiten haben wir noch. Ah, das war gut. Das war gut, Lester Baby. Das war auch gut. Na, komm. Ah, hat er super gemacht. Ah, das war ganz schwierig. Das war ganz schwierig. Gute Vorarbeit. Der Junge hat Vorteil und hat Brett. Ja, das war klare Sache. Hat er super gewartet. Voll gut gefinisht. Alter. To the bone. Nein. Wieder Seite 1. Ach, das kennt er auf einmal. Okay. Dann besuchen wir einmal noch zum Rausschmeißer eben den guten alten Lester. Zack. Bumm, da ist er. Ja, yeah. Geile Haare. Geiles Tattoo. Alter. Hier, ne? Hallo, Mom. Ja, das war Skate or Die. Also, wie schon, es gibt auch ein Skate or Die 2. Das werde ich mal aber irgendwann zeigen, nicht in der Reihe. Und es gibt tatsächlich auch ein Ski or Die oder She or Die. Und das gibt es morgen. Und wieder mit ihm hier. Seid mal gespannt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.